Hallo zusammen, hier ist wieder heute La und heute wieder für euch in The War Within unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute bin ich mal wieder für euch in einem Delph unterwegs und zwar wollen wir uns auch ein Achievement daraus anschauen. Das finden wir einmal unter Tiefen und dann War Within und hier haben wir das Achievement Entdeckung im Erdsturz. Dafür müssen wir folgendes machen: findet und öffnet alle robusten Truhen, die im Erdsturz verborgen sind. Und das sind insgesamt 4 Stück. Ich habe die tatsächlich alle noch nicht aufgemacht. Das werden wir jetzt zusammen einmal machen. Und zwar befinden wir uns einmal hier in Heilsturz und dort einmal auf den Koordinaten 51, 52. Das ist ein bisschen weiter unten, also ihr müsst in diesen großen Strudel quasi rein. Und da habt ihr dann den Eingang drin. Und ja, jetzt machen wir die Kiste mal auf. Das erste ist direkt am Eingang, da springen wir dann einmal runter. Und da, wo wir runterspringen, haben wir gleich die erste Kiste hier unten, wie ihr seht. Also die können wir jetzt direkt schon mal öffnen. Das ist Nummer Uno. Was habe ich da jetzt gekriegt? Irgendein Balk. Ja gut. So, dann die zweite. Da müssen wir jetzt ein bisschen weiter rein. Je nachdem, was ihr für eine Version habt, ne, ist das hier dann zum Teil ein bisschen unterschiedlich. Also, dann sind dann hier teilweise so Kreise, wo ihr nicht reinlaufen dürft, ne, die so einer E-Schaden auslösen und so. Also da müssen wir ein bisschen gucken. Wir können jetzt aber hier durchsprinten, weil ich dementsprechend schon die Mobs alle weggemacht habe. Also, hier haben wir die zweite Kiste. Das ist jetzt hier unten auf den Koordinaten 43, 60. Dann laufen wir weiter durch. Übrigens, hier haben wir auch so Blasen, die wir theoretisch anklicken müssen. Da gibt es dann unendliche Wasseratmung mit. Das ist aber jetzt auch, wenn man es schon einmal durchgelaufen hat, quasi nicht mehr relevant. Da hat man anscheinend hier diese Dauerblase, so wie es ausschaut. So, die nächste Kiste ist quasi hier in der nächsten Biegung unten. Wenn ihr euch fragt, was das für ein Addon ist, das ist Handy Notes, ne? Und Handy Notes, The War Within. Also die beiden Addons habe ich drauf und die zeigen uns dementsprechend die Kisten an. Gut, das ist, scheint jetzt ein bisschen versteckter zu sein. Also hier hinter diesem Korallenriff da. Müsste das sein? Ah, guck mal. Da hinten ist es. Also das ist jetzt hier unten 72, 61. Ein bisschen versteckter. Und das letzte, was wir noch haben, ist ganz hinten beim Endboss. Da müssen wir jetzt einmal komplett hochlaufen. Und auch das können wir in allen Versionen holen. Es gibt ein paar Delphs, dort ist es so, da könnt ihr gewisse Kisten nur in gewissen Versionen holen. Es gibt ja immer unterschiedliche Aufgaben, die ihr machen müsst, die switchen täglich. Und dann müsst ihr dann quasi an verschiedenen Tagen reingehen. Hier ist das nicht der Fall, hier kriegt ihr quasi jede Kiste in jeder Version. Also mit einem Rutsch könnt ihr quasi alle mitnehmen. Gut, da haben wir das letzte Ding und da ploppt dann auch schon das Achievement auf. Juti, dann sind wir durch mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela und bis dahin. Ciao.